Hallo und willkommen. Ich freue mich, dass du reinschaust. Ich habe heute ein wunderbares Hähnchenrezept für euch, einfach zu machen im Backofen. Und zwar sind es glasierte Hähnchenschenkel mit Honig-Barbecue-Soße. In dem Video zeige ich dir auch, wie du ganze Hähnchenschenkel in Drumsticks und in das Rückenstück selber teilen kannst. Das Süße und Pikante passt sehr gut zum Hähnchenfleisch. Nachdem es gegart ist, werdet ihr sehen, habt ihr wunderbar zartes und saftiges Fleisch auf dem Teller. Ich wünsche euch viel Spaß. So, und hier auch schon die Zutatenliste. Ich habe euch hier nochmal reingeschrieben, was ihr alles als Beilagen dazu nehmen könnt. Es ist alles unten in der Beschreibung nochmal hinterlegt. Unterstützt mich bei YouTube mit einem Like, mit einem Abo, kommentiert meine Videos oder schaut sie euch bis zum Ende an. Vielen lieben Dank. Als erstes heizen wir den Backofen auf 180 Grad Umluft vor. In der Mitte zwischen dem Drumstick und dem Rückenstück, da könnt ihr mit dem Messer reinschneiden und irgendwann stoßt ihr auf einen Knochen. Da haltet ihr an, nehmt die beiden Hände und reißt das Stück auseinander. Jetzt kannst du ganz einfach mit dem Messer das restliche Fleisch oder auch die Haut abschneiden. Ich wiederhole das jetzt nochmal, damit ihr es nochmal in Ruhe seht. Wenn ihr sagt, das will ich nicht oder das ist mir zu viel Arbeit, das ist auch kein Problem. Ihr könnt die Hähnchenkeulen auch ganz lassen. Es ändert sich dabei nichts an der Garzeit. So, wir legen jetzt die Teile auf ein Backblech mit Backpapier ausgelegt und die Rückenstücke mit der Haut nach oben. Jetzt mit Salz und Pfeffer kräftig würzen. Dann die Teile alle umdrehen und nochmal mit Salz und Pfeffer würzen. Die Hähnchenteile bleiben jetzt so auf dem Backblech und werden nicht nochmal umgedreht. So, jetzt kannst du die Barbecue-Soße deiner Wahl in eine Schüssel geben und sie anschließend mit Honig verfeinern. Ich würde sie an deiner Stelle nochmal abschmecken, weil die einen mögen es etwas süßer, die anderen mögen nur eine ganz kleine Süße. Also je nach deinem Geschmack die Barbecue-Soße dann abschmecken und verrühren. So, jetzt werden die Hähnchenteile noch schön mit der Barbecue-Soße eingepinselt. Hier könnt ihr natürlich auch selber entscheiden, ob ihr lieber mehr oder lieber etwas weniger haben wollt. Und dann gehen sie in den Ofen bei 180 Grad Umluft für die ersten 25 bis 30 Minuten. Und dann holen wir sie raus und drehen sie rum. So sehen sie jetzt nach 25 Minuten aus. Wenn euch die Soße noch nicht zu dunkel ist, könnt ihr natürlich noch 5 oder 10 Minuten das länger garen lassen. Ich habe sie jetzt nach 25 Minuten umgedreht und jetzt dunke ich sie nochmal mit der Barbecue-Mischung ein und schiebe sie für weitere 25 bis 30 Minuten in den Ofen. So, hier kommen sie jetzt ganz frisch aus dem Ofen. Sehen sie nicht wunderbar aus? Die Brühe, die dort entstanden ist, die könnt ihr nehmen zum Tunken oder als Soße nutzen. Die ist sehr, sehr lecker. Hier habe ich sie jetzt fertig auf einem Tablett angerichtet mit Zitrone und etwas Thymian. Ja, und jetzt können wir sie auch verzehren. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns ja wieder. Bis dann, ciao.